in Tübingen sind wir nun verbunden mit Herrn Professor Paul Enk. Er ist Psychologe und ein Placebo-Experte. Herr Enk, da sind doch eigentlich die Ärzte ziemlich in der Zwickmühle. Wenn Sie wollen, dass die Placebos optimal wirken bei Ihren Patienten und ihnen Heilung bringen, dann dürfen Sie eigentlich nichts sagen. Das heißt, muss der Arzt seine Patienten anlügen? Also eigentlich, finde ich, sind die Ärzte nicht in der Zwickmühle. Eigentlich sind die Regeln ganz klar, hat auch die Bundesärztekammer gesagt, Placebos im Alltag dann und nur dann, wenn Patienten adäquat aufgeklärt werden. Placebo-Wirkungen auszunutzen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es ist doch, besteht doch kein Zweifel, dass ein Placebo nur wirkt, wenn der andere davon nichts weiß, wenn der Patient gar nicht weiß, dass er eigentlich nur eine Zuckerpille bekommt. Das heißt, wir senken doch die Heilungschancen. Nee, auch da gibt es inzwischen Gegenbelege. Eine Studie an der Harvard Medical School, vor wenigen Tagen veröffentlicht, zeigt, dass auch die offene Gabe eines Placebos mit der Information, hier wird eine Pille gegeben, in der kein Wirkstoff drin ist, durchaus Symptome bessern kann. Das überrascht mich. Jetzt haben Sie eine Erklärung dafür, wie das funktionieren kann. Naja, also alle Leute, Patienten, die zum Arzt gehen, erwarten natürlich von ihrem Arzt eine Linderung ihrer Symptome. Und jedes Heilungsritual, das der Arzt in dem Fall veranstaltet, und sei es das Geben einer Tablette mit dem Hinweis, dass dieses helfen kann, auch wenn kein Wirkstoff drin ist, wird natürlich von einem Patienten, der seinen Arzt liebt und ernst nimmt, natürlich auch positiv gewendet. Das heißt, die Symptombesserung kann sich darunter schon einstellen. Aber ob das dann so wirksam ist, dann müsste er ihm eigentlich gar keine Tablette mehr geben. Wenn er ihm gar keine Tablette gibt, dann würde der Patient in seiner Erwartung wahrscheinlich ziemlich enttäuscht werden und würde dann mit Verschlimmerung der Beschwerden reagieren. Also es gehört schon auch die Heilungsabsicht dazu, die Heilungsabsicht auf Seiten des Arztes und die Erwartung, dass die Symptome besser werden auf Seiten des Patienten. Es kursieren Zahlen, dass so 30-40% der Heilwirkung auf das Konto von Placebos gehen. Da könnte man ja auf die Idee kommen, ja, dann lassen wir doch Pharmazeutika gleich ganz weg. Ist das eine gute Idee? Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee, weil die Placebos ihre Wirksamkeit verlieren. In den Pharmaversuchen machen wir das über 6, 8 Wochen, manchmal auch 12 Wochen. Und es gibt durchaus auch Bedingungen, unter denen man zeigen kann, dass eine Placebo-Wirkung, ein Placebo-Arm, wenn Sie so wollen, in einer Studie bis zu einem Jahr wirken kann. Aber würde man die übrigen Rituale weglassen, dann würde das Placebo sehr schnell seine Wirkung verlieren, im Gegensatz zum Medikament. Wenn ich es richtig verstehe, dann stößt der Körper sozusagen bei einer Placebo-Gabe irgendwelche Prozesse selbst an, die dann zu der Heilung beitragen können. Kann man genau verstehen, wie Placebos wirken? Ja, man könnte es etwas genauer verstehen. Also der Körper reagiert auf die Placebo-Gabe so, als hätte er ein Medikament bekommen. Weil die Medikamentenwirkung, die vorher durch ein Medikament erzeugt worden ist, jetzt sozusagen über eine konditionierte Reaktion durch die Pilleneinnahme erfolgt. Mhm. Das bedeutet aber, dieser Lernprozess ist fragil. Der kann nach einiger Zeit gestört werden oder zurückgehen, dann nämlich, wenn er nicht immer wieder auch verstärkt wird. Und deswegen braucht man eigentlich, um Medikamente durch Placebos zu substituieren, die Medikamente genauso dringend wie die Placebos. Mhm. Aber kann das dann auch funktionieren, wenn ich zum Beispiel ein Antibiotika substituiere? Ist der Körper in der Lage, auch so eine keimtötende Wirkung zu simulieren? Da würde ich sehr skeptisch sein. Es gibt natürlich schon Effekte, die man auch biochemisch sehen kann. Also etwa eine immunologische Suppression, wenn Sie ein immunsupprimierendes Medikament eine Zeit lang nehmen, dann würde auch die Pille da ein Stück weit eine Immunsuppression erzeugen. Aber das reicht möglicherweise eben nicht aus, um in Krankheitsprozesse effizient einzugreifen. In aller Regel machen die Placebos in solchen Studien oder in Experimenten die Symptome besser. Aber sie heilen die Krankheitsprozesse nicht. Wirken bei Ihnen eigentlich noch Placebos, wo Sie so viel darüber wissen? Oh, es gibt bestimmt Dinge, bei denen auch bei mir Placebos wirken. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, bei jedem Menschen sozusagen die Stelle zu finden, an der seine Erwartungen an Hilfe besonders groß sind und an denen er seinen schwachen Punkt hat, wo er auf andere angewiesen ist. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Enk.